Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns immer noch im wunderschönen Summer's End. Und zwar befinden wir uns gerade hier unten in Alinor, was sehr schwer wieder zu vergrößern ist. Und wir müssen zum königlichen Palast von Alinor. Meine Königin. Wir haben uns an den Besucherstrom auf unserer gesegneten Insel gewöhnt, auch wenn eure wachsende Zahl unseren Adligen weiterhin Anlass zur Sorge bietet. Wir hingegen empfinden die Gesichter jener, die keine Alt mehr sind, als interessant. Welches Anliegen führt euch zum Palast? Der Ritenmeister des Tzitschik-Ordens schickt mich, um eure Erlaubnis einzuholen, das Kolleg der Sapiarchen betreten zu dürfen. Der Tzitschik-Orden? Wir haben schon ein ganzes Sternenalter kein Wort mehr von dieser ehrwürdigen Institution gehört. Und dann hören wir, dass wir mit Besuch rechnen müssen. Warum sollten wir einem Neuankömmling Zugang zur abgeschotteten Anlage der Sapiarchen gewähren? Sprecht die Wahrheit, wenn ihr unsere Unterstützung in dieser Sache wollt. Der Kristallturm ist in Gefahr. Der Ritenmeister schickt mich, um die Sapiarchen zu warnen. Geht es hier um diese Angelegenheit, von der uns Rasumdar erzählt hat? Die Katze der Königin behauptete, Augen im Tzitschik-Orden zu haben, aber wir gingen davon aus, dass dies nur Aufschneiderei war. Na schön, wir geben in Lelandril Bescheid, dass ihr zum Kolleg weiterreisen dürft. Gibt es etwas, das ich über das Kolleg der Sapiarchen wissen sollte? Der Neuankömmling möchte, dass wir uns den Mund über die vielen Wunder der gesegneten Insel fusselig reden. Na, aber bitte sehr. Singen wir Loblieder auf die Sapiarchen, enthüllen wir ein Rezept für eine altmerische Delikatesse und suchen wir die beste Darbietung im Haus der Träumereien aus, die ihr besuchen könnt. Ich gewinne den Eindruck, dass ich euch auf irgendeine Weise beleidigt haben könnte. Tatsächlich. Vielleicht seid ihr doch nicht so stumpfsinnig, wie wir zunächst annahmen. Meine Königin hat darum gebeten, dass wir euch willkommen heißen. Daher werde ich euch auch erzählen, dass die Sapiarchen unsere Lehrer sind. Ihre Anlage dient als Sitz ihres angesehenen Kollegs. Ich werde sofort nach Lilandril reisen. Wir werden die Portalmeisterin alarmieren, damit sie euch hilft. Sobald ihr im Inneren seid, sucht Larnatil auf, die Sapiarchin der Arkanologie. Sie leitet das Kolleg und sollte die Warnung des Ritenmeisters hören. So, damit ist unser Tagwerk vollbracht. Ja, dann reise ich jetzt nach Lilandril und wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, damit sind wir in Lilandril. Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie etwas Übereiltes vorhat. Vielleicht bleibt sie sogar noch. Ja, sie hat bestimmt was Übereiltes vor. Was haben wir denn hier? Antwort auf Bürgeranfragen. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ist mir jetzt allerdings zu viel und hat jetzt auch nichts mit der Quest zu tun. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder... Oder? Nee, doch, Moment. Hier können wir rum. Da müssen wir hin. Hi! Ich habe jeden Winkel von Lilandril in Augenschein genommen und keine Spuren des Hofs des Aufruhrs gefunden. Aber ich schaffe es nicht, die Portalmeisterin dazu zu bringen, mich auf die Anlage des Kollegs zu lassen. Habt ihr eine Erlaubnis von der stellvertretenden Königin mitgebracht? Die stellvertretende Königin hat versprochen, dass sie Bescheid geben würde, um uns Zugang zum Kolleg der Sapiarchen zu gestatten. Gut, gut. Ich wollte diesen unbedeutenden Bücherstaubwedel gerade in etwas Kleines, Nasses und Schleimiges verwandeln. Es hätte alles nur noch schlimmer gemacht, aber womöglich hätte es auch geholfen, meine finstere Laune zu verbessern. Verzeiht, ich wollte euch nicht mit meinen Sorgen belästigen. Kann ich euch behilflich sein? Nein. Die Mission ist wichtiger als persönliche Angelegenheiten. Ich bin mir sicher, Layton wird schon auftauchen. Irgendwann. In der Zwischenzeit solltet ihr mit der Portalmeisterin sprechen und nachhorchen, ob sie bereit ist, uns Zugang zum Kolleg zu gestatten. Erzählt mir etwas über Layton. Layton und ich sind uns begegnet, als wir beide Initianten des Psychic-Ordens waren. Wir verliebten uns und heirateten.
Wir bekamen eine Tochter. Wir hatten alles, was wir jemals wollten. Und dann wurde alles anders. Nach dem Verlust unserer Tochter wurde Layton distanzierter. Er unterdrückte seine Gefühle mehr. Ihr habt eure Tochter verloren? Das ist Ewigkeiten her. Nach einer langen Krankheit. Wir lebten auf einer Insel voll mit den fähigsten Weisen unserer Zeit. Und doch konnte niemand etwas dagegen tun. Wir haben es versucht. Ich habe es versucht. Aber am Ende gewann die Krankheit. Layton war nie wieder derselbe. Dann ist Layton also aus Arteum weggegangen? Nein, so war das nicht. Als der Ritenmeister zum ersten Mal von der möglichen dädrischen Bedrohung erfuhr, meldete sich Layton freiwillig, dieser Sache nachzugehen. Wir dachten beide, es wäre gut für Layton, einmal rauszukommen, etwas zu haben, womit er seine Zeit füllen konnte. Dann verschwand er. Verschwand? Laytons Berichte wurden seltener. Dann schickte er gar keine mehr. Ich würde wissen, wenn er tot wäre, aber er könnte ein Gefangener sein oder verletzt. Meine Hauptsorge gilt augenblicklich der Bedrohung, die die dädrischen Fürsten darstellen. Layton wird warten müssen. Ja, so einfach ist das nicht immer, ne? Nicht jetzt, bitte. Ich muss mich wirklich auf den Vortrag heute Abend vorbereiten. Außerdem darf man das Kolleg der Sapiarchen nur mit besonderer Erlaubnis betreten. Wir können ja nicht einfach jeden in der Anlage herumspazieren lassen. Ich muss in das Kolleg der Sapiarchen. Die stellvertretende Königin meinte, sie würde euch Bescheid geben. Dann seid ihr also diese Berühmtheit, von der die stellvertretende Königin will, dass ich sie mit Samthandschuhen anfasse. Und ich schätze, die arrogante Psychikerin ist eure Begleitung? Oh, na schön. Bringen wir es hinter uns. Wie kommen wir zur Anlage der Sapiarchen? Die Anlage wurde absichtlich abgeschottet, damit sie als Zuflucht und Lehrstätte dienen kann. Nachforschungen und Gelehrtentum verlangen nun einmal nach Einsamkeit und Ruhe. Wir setzen Magie ein, um an- und abzureisen. Ich bereite das Portalpodium vor, sobald ihr zum Übersetzen bereit seid. Ich bin bereit, zum Kolleg zu gehen. Folgt mir und steigt auf das Podium. Bei den sieben heiligen Schriften. Wer fällt in diesen Hort des Wissens ein? Ich habe das im Griff. Sprecht ihr mit den Sapiarchen. Das ist unerhört. Ein Angriff in unserer eigenen Zuflucht. Das ist schrecklich. Bitte entschuldigt meinen derzeitigen Zustand, doch ich kann vor lauter Verstörung keinen klaren Gedanken fassen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Daedra unsere Anlage angreifen. Das ist doch Wahnsinn. Verzeiht mir meinen Bruch mit dem Protokoll. Ich bin Elimir, Sapiarch der Daedrischen Täuschungen. Sagt mir, was hier geschehen ist. Was hier geschehen ist? Oh, es ist noch nicht vorbei. Es gab keine Warnung. Daedra strömten in die Anlage. So viele große Geister ausgelöscht. Wir waren in der Lage, den Hof zu säubern, aber im Inneren sind noch mehr. Ich fürchte um die Sicherheit unserer Obersapiarchen und unserer anderen Weisen. Ich bin gekommen, um euch wegen des Kristallturms zu warnen. Der Kristallturm? Ihr müsst mit Lanathil sprechen, der Sapiarchin der Arkanologie und Leiterin unseres Kollegs. Sie ist da drin mit diesen Monstern gefangen. Ich schlage vor, ihr geht durch das Labyrinth unter der Anlage hinein. Seid aber auf der Hut vor den Daedra. Ich werde ins Labyrinth gehen und nach Sapiarchin Larnathil suchen. Laut den Karten, die ich studiert habe, ist das Labyrinth da lang. Ich gehe zurück nach Lilandril und warne die Wachen. Gute Idee. Vielleicht sollte ich euch begleiten. Ja. Wäre vielleicht besser mit den ganzen Daedra hier. Ja, hier ist der Eingang. Ja, mit dir spreche ich sofort. Sekunde. So. An dieser Sache ist mehr dran als ein einfaches Vordringen von Daedra. Ich hatte bei unserer Ankunft eine merkwürdige Empfindung. Ein Gefühl der Dringlichkeit. Wir müssen uns beeilen und die gefangenen Sapiarchen finden. Habt ihr solche Eindrücke öfter? Manchmal. Hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, als Teil des Psychic-Ordens auf einer Insel ohne festen Ort zu leben.
Wir wussten, dass die drei dädrischen Fürsten eine Bedrohung darstellen. Aber das hier ist unser erster eindeutiger Beweis für ihre feindlichen Absichten. Glaubt ihr, dass die Sapiachen noch leben? Selbst Gelehrte kennen Wege, sich selbst zu verteidigen. Was mich auf etwas bringt. Ich kann zwar gut auf mich selbst aufpassen, aber mitten in einer tobenden Schlacht bin ich keine große Hilfe. Ich halte mich hinter euch und versuche euch nicht in die Quere zu kommen. Und jetzt sputet euch und rettet die Sapiachen. Ja, machen wir. So, wir müssen da hinten zum Ende hin. Guten Tag. Ich habe meine Stimme verloren. Weißt du vielleicht, wo sie ist? Oh mein Gott. Hier laufen wir mal weiter. Das ist mir hier. Dann dauert das Ganze auch nicht so lang. So, nehmen wir auf den Sack. Kommt und holt uns doch! Genau, kommt und holt uns doch. Ihr seid eh zu langsam. Gut, das hätte ich nicht sagen sollen. Achso, wir sollen jetzt dahin. Okay. Die eine ist mich am Heilen, oder? Das ist gut. Wenn sie mir Ausdauer schenken würde, wäre das noch besser. Guten Tag und auf Wiedersehen. Da kann ich nichts nehmen. Hier müssen wir rein. Dachschirm. Oh Mist, da muss ich rein. Okay. Im vollen Block und der Idiot trifft mich trotzdem noch. Geht das noch? Hau ab. So, ich will durch die Tür. Komm heute noch. Wir müssen komplett rüber. Dann nehmen wir die Sachen hier nochmal eben schnell mit. Und dann starten wir mal einen Durchlauf hier. Mephala hat diesen Ort versiegelt. Sterbliche. Ja, das ist schön für Mephala. Achso, ich muss durch die Mitte. Tut mir leid. Das muss ich aber, glaube ich, machen, weil sonst komme ich da nicht durch. Okay. Ein Kampf? Gut. Hallo. Gerade stand da doch noch, dass ich die Tür öffnen kann, Leute. Ich höre Stimmen vor uns. Heute muss niemand mehr sterben, Sapiachin. Gib mir nur die Schlüssel. Ich darf die entschlossenen Diamanten nicht weggeben. Schon gar nicht an einen Kultisten. Leighton, halt! Falsieren! Nein, verdammt! Was, wie? Ich krieg hier gar nichts mit, wenn ich am Einsammeln bin. Was geht hier ab? Oh. Ihr und eure Begleitung seid buchstäblich im letzten Augenblick eingetroffen. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich nun gern erfahren, wer ihr seid und woher ihr wisst, dass das Kolleg der Sapiachen angegriffen wurde. Der Ritenmeister des Tsitschik-Ordens schickt uns, um euch zu warnen. Der Kristallturm ist in Gefahr. Erst führt dieser Kultist eine Armee aus Daedra auf unser Gelände und verlangt von mir, dass ich ihm die entschlossenen Diamanten aushändige. Und nun kommt ihr hier mit einer Warnung der lange nicht gesehenen Weisen von Arteum an. Ich glaube, ihr müsst euch erst einmal erklären, bevor wir hier fortfahren. Drei dädrische Fürsten haben mit den Seekrecken zusammengearbeitet, um das Herz des durchschaubaren Gesetzes zu stehlen. Das ist unmöglich. Wir würden wissen, wenn die Verteidigungen des Turmes durchbrochen worden wären. Aber das würde die Katastrophen erklären, die Sommers End derzeit heimsuchen. Dann will ich euch mal glauben. Was schlägt der Ritenmeister als nächsten Schritt vor? Der Ritenmeister versucht, das Herz ausfindig zu machen. Wir müssen die dädrischen Fürsten aus dem Turm heraushalten. Ein vernünftiger Plan.
Doch für den Zugang zum Turm braucht man die entschlossenen Diamanten, die von den Turmwächtern bewacht werden. Nur sie können die Schlüssel benutzen. Vermutlich sind sie das nächste Ziel. Wir müssen Hanayel und Emidril in der Akademie der Illumination warnen. Ich kann die Turmwächter warnen. Wir wissen eure Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen. Ehe ihr euch zur Akademie der Illumination aufmacht, kann eure Begleitung vielleicht noch diesen Kultisten aus meiner Anlage schaffen. Wir werden auch so schon Wochen brauchen, um den Gestank nach Daedra wieder loszuwerden. Erzählt mir mehr von den Turmwächtern. Alle 11 Jahre werden 2 Sapiarchen dazu auserkoren, sich einem langen und umfassenden Ritual zu unterziehen, das sie auf die entschlossenen Diamanten einstimmt. Die Schlüssel, die den Kristallturm öffnen. Diese Wächter bewachen die Diamanten und nutzen sie, um anderen Zugang zum Turm zu gestatten. Niemand sonst kann die Diamanten benutzen? Die erzurnen Diamanten ergeben zusammen einen passenden Satz, der zu jeder Zeit eigens auf ein paar Sapiarchen eingestimmt ist. Nur ein eingestimmter Wächter kann einen Diamantenschlüssel benutzen, und um den Weg in den Turm zu öffnen, braucht man beide Schlüssel. Wozu will dieser Daedra-Kultist dann die Diamanten haben? Wer kann schon sagen, wie viel dieser Kultist tatsächlich über die Diamanten und ihren Einsatz weiß? Dem daedrischen Fürsten, dem er dient, steht jedenfalls genügend Magie zur Verfügung, um die Diamanten einzusetzen. Deshalb müssen wir uns vergewissern, dass die Wächter in Sicherheit sind. Erzählt mir mehr über Hanayel und Emidril. Zusätzlich zu ihren Pflichten als Wächter sind Hanayel und Emidril auch Gelehrte des Kollegs der Sapiarchen. Sie führen Forschungen durch und halten Vorträge. Zu ihrem eigenen Schutz wissen jedoch nur einige ausgewählte Personen, dass sie die Wächter sind. Es ist ein Geheimnis, dass man ein Turmwächter ist? So ist unser übliches Vorgehen. Schwierige Zeiten erfordern jedoch auch verzweifeltere Maßnahmen. Ihr müsst wissen, wer sie sind, damit ihr sie finden und in unsere Anlage zurückholen könnt. Hanayel musste in die Bibliothek der Akademie und Emidril begleitete sie. Okay, Überlassen wir diese Psychiker ihrer Arbeit. Wir haben ein Kolleg wieder aufzubauen. Valsirin, hat man dich geklont oder was? Ich fasse es nicht, dass ich mir solche Sorgen um das Wohlergehen meines Gatten machte. Leighton hier vorzufinden, wie er die Sapiarchen bedroht und eine Horde von Daedra anführt. Wie konnte er den Orden nur so verraten? Wie konnte er mich verraten? Was habt ihr mit Leighton gemacht? Ein einfacher Bannzauber. Seine Aufmerksamkeit war derart fest auf die Sapiarchen gerichtet, dass er nicht darauf vorbereitet war, noch mit einem weiteren Psychic-Magier fertig zu werden. Während ihr losgeht und die Turmwächter in der Akademie der Illumination sucht, bringe ich Leighton zurück nach Arteum. Werdet ihr keinen Ärger damit haben, ihn wieder zurück zum Psychic-Orden zu bringen? Ich hoffe ja fast, dass er mir ein bisschen Ärger macht. Ich könnte einen guten Grund gebrauchen, um diesem Verräter ein paar Schmerzen zuzufügen. Seid unbesorgt. Mein Zauber wird seine Wirkung behalten, bis wir innerhalb der Mauern von Turm Zepora sind. Na gut. Ihr da, überzeugt meine liebe Gattin, mich freizulassen. Und ich werde Mephala bitten, euch schnell zu töten, sobald das neue Zeitalter anbricht. Ihr seid Valsirins Gatte? Warum dient ihr jetzt einer Daedra? Möge mich die Weberin von Narren und selbstlosen Abenteurern bewahren. Valsirin hat sich schon vor langer Zeit von mir und meiner Tochter abgewandt. Ist es da ein Wunder, dass ich erst Aufnahme und dann ein Ziel beim Hof des Aufruhrs fand? Dann habt ihr den Psychic-Orden also verraten? Maßt euch nicht an, über mein Verhalten urteilen zu dürfen, ihr unwichtiger Floh. Ich bin jetzt ein Graf am Hof des Aufruhrs und wurde von Mephala persönlich dazu auserkoren, sie auf dieser allzu zerbrechlichen Welt zu vertreten. Lasst mich in Ruhe. Mein Gespräch mit euch ist beendet. Na gut, ich soll hier raus. Jetzt muss ich mal eben gucken. Die ist da hinten. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Dann würde ich nämlich sagen, nachdem ich... Ach nee, die war leer, die konnten wir jetzt nicht nehmen. Jetzt lauf mir doch nicht direkt da rein. Dann machen wir hier nämlich jetzt mal einen schnellen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.